Okay. Wie viel Geld habe ich da dann geschrieben? So, das ist schon normal, Alter. Wir sind jetzt schon bei fast 20.000. Hallo Leute, frohes neues Jahr. Willkommen zum ersten Video im neuen Jahr. Heute mal ganz anderes Format. Hier als Gast mit dem Burak, dem Verkäufer. Hi, Grüße. Und zwar machen wir heute mal ein etwas anderes Video. Da wir ja nicht gerade die besten Wetterverhältnisse haben, dachten wir, machen wir jetzt einfach mal ein Video in der Halle. Quatschen ein bisschen, reden ein bisschen über die Tuning-Maßnahmen von dem jeweiligen Fahrzeug. Heute haben wir Buraks M2 da. Ist noch ein N55 Motor, kein M2 Competition, sondern noch einer der ersten. Du hast ja auch noch einen M4 in der gleichen Farbe als Lack, nicht foliert. Genau. Den haben wir ja auch bald hier, aber heute reden wir über dieses Fahrzeug. Also, wir hatten ja damals das Video vom, das ist circa ein halbes Jahr her, als wir zum Bilsterberg gefahren sind. Ja, sogar ziemlich genau. Ne, genau, zusammen. Mit den Jungs, war auf jeden Fall ein geiler Tag. Und da wollten wir eh so ein Video machen über dein Fahrzeug. Und irgendwie haben wir das komplett verpeilt, glaube ich. Gut, da kamen auch einige Sachen dazwischen, ne? Genau. Also ich würde sagen, wir sprechen jetzt ein bisschen über die Tuning-Umbauten. Ja. Wir können auch, ich denke, das ist für die meisten Leute interessant, weil die schreiben oder kommentieren meistens, was kostet das? So, ne? Du kannst ja nicht alles immer kommentieren oder nicht von allem immer den Preis drunter schreiben, aber das, was wir besprechen, wir werden jetzt hoffentlich mit den richtigen Preisen, soweit wir das noch im Kopf haben, einfach mal erwähnen. Ja, also wir haben uns ja ungefähr kennengelernt vor 3-4 Jahren, glaube ich. Also ziemlich. Ne? Ich glaube schon, ist es. Da war der noch, da war der. Ja, wir sagen mal, von dem Umbau war der vielleicht 5% umgebaut. Das war ja ziemlich am Anfang, als ich den noch hatte. Ja, ja, ja. Also er war noch blau, ohne Folie. Genau. Du hattest drauf, kann ich mich erinnern, die M-Performance-Anlage. Ja. Carbon-Teile, meine ich, hattest du nicht drauf. Nee, keine. Du hattest auch kein Fahrwerk drin, aber okay, dazu kommen wir später. Also der war blau, normal. Hatte eine Auspuffanlage. Hatte eine M-Performance-Anlage, genau. Und dann haben wir uns kennengelernt, ein bisschen über Umwege. Ja, so wie das halt immer ist. Genau, genau, genau. Ich bin dann auch irgendwann Kunde von euch geworden quasi. Ja. Und dann kam das halt das eine zum anderen. Dann hast du mal angefragt, hast gesagt, ey, oder ich habe dir gesagt, du hast zwar eine gute Anlage, aber es geht klangtechnisch um Welten besser, wenn ich das mal so sagen darf. Absolut, ja. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, Gewichtersparnis oder anderes Material, dass es eine komplette Titan ist und so weiter, aber... Kann natürlich auf das Technische eingehen, aber letztendlich war es für mich der ausschlaggebende Punkt dann letztendlich das Klangbild. Genau, ne? Sagen wir mal genau, genau. Da hast du dich für interessiert. Genau. Und dann habe ich gesagt, kein Ding, komm vorbei, ich zeige dir das mal. Wir hatten damals auch einen anderen Kunden, der hat, glaube ich, auch das Fahrzeug gehabt. Ja. M2N55 mit der Anlage drauf, ohne Downpipe, nur die Anlage. Und da warst du aber vom Sound schon, sage ich jetzt mal, überzeugt und hast gesagt, ey, weißt du was, die M-Performance-Anlage schmeiße ich, glaube ich, bei eBay rein oder so, hat's, glaube ich, ja, die haben wir dann tatsächlich noch weggebekommen. Na, genau, genau, genau. Die war ja auch in gutem Zustand, glaube ich, sogar. Genau, richtig. Danke nochmal. Ja, 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 also ich würde sagen, dann fangen wir direkt an, ne? Wenn wir schon beim Thema sind, Abgasanlage, du hast die komplette Akrapovic Evolution drauf, die ist aus Titan mit Carbonentrohre. Hast natürlich Gewichtsersparnis. Ich glaube, in dem Fall sind das so um die 40% gegenüber der Serienanlage. Wenn du die Downpipe, ich glaube die... Genau, dazu kommen wir gleich. Genau, also wir haben die Anlage drauf, die kostet meines Wissens um die 7 oder 7.500 Euro. Ja, mit Montage kann man schon sagen 7.500, ne? Die hast du drauf bei dir. Du hast die Acra ECE Downpipe mit dem 300er Zellencut drin. Der war ja auch bei dir noch Stock. Die Downpipe liegt bei ca. 2000 Euro. Wir können jetzt mal sagen, Abgasanlage mit Downpipe 7,5 plus 2000 Euro. Ah ja, du hast ja zudem noch den Diffuser. Den Diffuser, stimmt. Ne? Du hast noch den Diffuser. Hast du den matten oder? Ich habe den hochglänzenden. Hochglänzenden, ja. Der kostet, der liegt bei 1,4. 1,4. Ja. Ja, das kann sein. Genau. Akrapovic Carbon Diffuser in matt. Entschuldigung, in hochglänzend. Genau. Carbon Hochglanz. Ja, stimmt. Da hatten wir uns nochmal drüber unterhalten. Richtig, ja. Richtig. Der liegt bei 1,4. Das heißt, da sind wir insgesamt bei 7,5 plus 2, sind wir bei 9,5 plus 1,4, sind wir bei 10,9. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ich sehe hier auf jeden Fall
einige Carbon-Teile. Die hast du auch über uns bekommen. Das ist über unsere Marke Carbon Kings. Frontflaps, Sideflaps, Heckspoiler. Habe ich sonst noch was vergessen? An Carbon-Teilen. Gut, der Diffusor, den hast du ja vorhin in der Auspuffanlage erwähnt. Ja, ansonsten genau. Habe ich nicht so viel Carbon dann okay. Bis auf deine Flaps. Natürlich. Okay, okay. Das heißt, wir kommen Frontflaps, Sideflaps sind wir bei 700 Euro, Heckspoiler, also sind wir bei 1000 Euro für Carbon Exterieur. Spiegelkappen hast du auch, die hast du ja foliert. Genau. Okay, das heißt, wir haben insgesamt 1200 Euro Carbonteile Exterieur. Was ich noch direkt sehe, sind die Felgen. Du hast ja die M-Performance-Felgen, die 763. Ja. Y-Design. Die liegen bei... Na, ich glaube knapp die Felgen als Satz, ich meine 3.500 Euro. 3.500 ohne Reifen, ohne Sensoren. Genau. Na, das heißt, wenn du jetzt 3.500 für die Felgen rechnest, dann kannst du nochmal für Reifen mit Original BMW RDCI-Sensoren, wenn wir sagen Michelin-Reifen, RDCI-Sensoren, kommen nochmal 1,5 drauf. Das heißt, wir können für deinen Felgensatz 5 Mille können wir so einkalkulieren, würde ich jetzt mal das sagen. Ne? Ja. Du hast ja jetzt auch keine Ling-Long-Reifen drauf, sondern du achtest ja schon sehr darauf, dass du auch ordentliche Reifen fährst, deswegen, was ja auch tun. Gut ist. Ja. Das war natürlich leicht. Sehr unprofessionell. Okay, weiter geht's. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, zu der Folie. Ursprünglich das Fahrzeug Long Beach Blue. Long Beach Blue, genau. Genau. Hast du ja damals ausgesucht so oder konfiguriert genau, oder wie war das genau? Ich habe den so konfiguriert. Zu dem Zeitpunkt war das so, dass gerade der M2, wie ich den habe, gehört zu den ersten, die rausgekommen sind. Und ich hatte damals bei der Auswahl der Farben vier Möglichkeiten. Darunter war schwarz, weiß, Mineralgrau und Long Beach Blue. Und gut, jetzt wollten wir etwas Spannenderes an Farbe. Das sollte ja damals auch, das war ja die Werbefarbe. Richtig. Fand ich interessant. Das war die Launchfarbe, ne? Genau. Genau, okay. Der ist foliert in der Farbe, wie nennt man die Farbe genau? Wie ist die Farbbezeichnung? Also die genaue Farbbezeichnung ist Urban Green. Okay. Ja? Den hast du ja als Lack im M4 hast du ja genau. Auch Urban Green, ne? Genau, das war auch der Hintergrund, warum wir dann letztendlich diese Farbe genommen hatten. Ursprünglich war eine andere Farbe angedacht. Okay. Dann kam der M4 dazwischen in Urban Green und es gibt nichts Schöneres als zwei Fahrzeuge in der mit ähnlichen Farbe. Kennzeichen. Mit noch, ne? Sehr ähnlichen Kennzeichen, aber okay. Immer Unterschied, okay. Wenn in der Einfahrtsstelle zu haben. Urban Green, genau. Alles klar. Folie hast du gemacht, das Fahrzeug hast du foliert oder haben wir foliert beim Basti. Basti Lütt Gewerbetechnik. Ich hoffe, ich kenne die Straße richtig. Ich meine, das ist Verbindungsstraße 19 in Hilden. Also Hilden ist richtig, Verbindungsstraße ist richtig, Hausnummer. Ich glaube 19. Jetzt hin. Genau. Ja. Folie hat gekostet, ich glaube, 2.500 Euro hast du bezahlt für die Folie. Das war sehr gut im Hintergrund mit der Red Bull-Dose. Top. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Wir arbeiten jetzt alles mal so nach und nach ab. Genau. So wie wir das mit den Preisen ungefähr wissen. Wenn jetzt die Preise eventuell mal vielleicht 100, 200 Euro abweichen, machen wir das nicht extra. Genau. Ich würde sagen, wir sprechen über das Fahrwerk. Ich kann mich erinnern, du hattest damals, als ich kennengelernt habe, die KW-Gewindefedern schon drin. Ich will nicht sagen, du warst unzufrieden, aber du warst es nicht 100% zufrieden. Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich die einbauen lassen habe, haben die seinen Zweck erfüllt. Ja. Theoretisch wollte ich das Auto niedriger haben. Du bist mehr auf Optik gegangen wahrscheinlich. Ich bin mehr so ein bisschen auf die Optik gegangen. Okay, verstehe. Dafür reichen die alle mal. Genau. Die reichen auch, die geben dir auch definitiv ein besseres Fahrgefühl. Absolut. Als ja, Serie. Ja, klar. So empfinde ich das. Und für die meisten Leute reicht das auch, die vielleicht im Jahr dann einen Trackday machen oder so. Genau. Du bist aber jemand, der macht dann im Jahr schon seine 3, 4, 5 Trackdays. Das hat sich dann so entwickelt in der Zeit, genau. Das Auto dann. Genau. Ja. Und deswegen habe ich dir gesagt damals, du brauchst mindestens V3, genau. Mindestens. Wenn du einen V3 nimmst, würde ich von den Michelin Supersport Reifen auf PS4S gehen. Das ist perfekt, ja. Meiner Meinung nach. Das passt, harmoniert gut miteinander. Du hast dann aber ein sehr gutes Angebot bekommen. So ist es. Von einem Freund. Genau. Vielen Dank übrigens. Richtig, hast dann das KW Clubsport 3 Wege, günstigen Schnapper gemacht, hast du direkt zugeschlagen. Ja. Ja, das Fahrwerk kostet normalerweise, laut meiner Info, irgendwo zwischen 4.000, 4.500 Euro.
Das ist ein Fahrwerk, das muss ordentlich eingebaut werden, das muss ordentlich vermessen werden. Absolut. Also natürlich erst auch ordentlich eingestellt werden, das kann auch nicht jeder. Ein Fahrwerk einzubauen und ein Fahrwerk einzustellen, das sind nochmal zwei verschiedene Sachen, das wissen viele Leute nicht. Du brauchst theoretisch auch für eine Einstellung eines Clubsportfahrwerkes, brauchst du wirklich einen Spezialisten. Richtig. Es gibt einfach so viele Einstellmöglichkeiten, mit denen man sich auch erstmal vertraut machen muss. Und man sagt in der Regel, eine Fahrwerkseinstellung ist eine Einstellung fürs Leben, weil du stellst jedes Mal irgendwas um, du kannst ganz viele Klicks umstellen, aber dafür können wir dann gerne nochmal ein separates Video dann zu machen, wenn du möchtest. Es gibt ja unheimlich viele Einstellungen, die du da einfach machen kannst. Also sehr individuell einstellbar, sehr individuell für jede Rennstrecke. Deswegen ist das Thema ja schon doch sehr langlaufend. Damit möchten wir euch jetzt nicht langweilen. Okay, das heißt, ich würde jetzt mal sagen, KW, Clubsport, drei Wege. Mit Montage, mit Einstellen, mit Vermessen, Eintragen. Da bist du schon deine 5 Mille los, oder? Ja. Wenn du das neu kaufst. Du musst sogar die Eintragung jetzt noch. Eintragung musst du auch noch, genau. Ist bei dir dann in dem Fall sogar eine Einzelabnahme, oder? Oder hast du das normal eingetragen, TÜV-Teilegutachten? Du kriegst das per TÜV-Teilegutachten eingetragen. Okay. Okay. Ja, also ich weiß, dass es normalerweise mit TÜV-Teilegutachten geht, aber da du ja noch, ich sag jetzt mal, diverse andere. Richtig. Teile verbaut hast, musst du ja eigentlich eine Einzelabnahme machen. Es muss zusammen abgenommen werden, genau. Also mit der richtigen Radreifenkombi, die du auch fährst. So wie jetzt hier in meinem Fall ist es die Serienbereifung, wenn du so möchtest, also die Seriengröße. Okay. Ja, damit ist es ja. Alles klar. Okay, das heißt, wir können für das Fahrwerk mit einstellen, vermessen und eintragen. Ja. Circa 5.000 Euro mal so in den Raum werfen. Das wäre so ja, die okay. Richtung, ja, denke ich. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, warum weiß ich das? Die hast du bei uns bekommen, die Carbo Brakes. Jo, du hast die Rennsportbremse bekommen bei uns. Das hattest du schon selber, die Fischer Stahlflex Bremsleitungen. Ne, die hast du mir eingebaut. Habe ich die dir eingebaut? Stahlflex hast du mit der Rennbremsflüssigkeit. Okay, mit der Rennbremsflüssigkeit. Das kostet jetzt wirklich nicht die Welt. Da bist du insgesamt bei vielleicht Material 200 Euro, rechne mal nochmal. Ja. Vielleicht 100, 150 für die Montage. Würde ich an der Stelle auch jedem empfehlen, der, also gehört zu den kleinsten Umbauten, die man machen kann, mit der größten Wirkung. Also gerade was Bremsen angeht. Stahlflex Bremsleitung, Rennbremsflüssigkeit, fertig. Ja. So, das sollte zu den ersten Umbauten meiner Meinung nach. Ja. Weil die Bremswirkung wirklich eine deutliche Verbesserung ist. Für wenig Geld hast du eine wirklich ein sehr großes Upgrade. So, ne? Merkst du direkt. Stimmt. Okay, das war jetzt noch nicht alles zum Thema Bremsen. Du hast die Carbo Brakes bekommen, Carbo Disc, das sind die Rennsportbremsscheiben. Die liegen meines Wissens bei 1400 Euro für die Vorderachse, zwei Stück. Das Gute ist bei denen, du kannst wirklich den Topf rausnehmen und einfach eine neue Scheibe für wenig Geld wechseln. Ja. Und dann sparst du beim zweiten Mal sogar richtig Asche. Ne? Ja. 1400 mit Stahlflex und Montage und Flüssigkeit sind wir bei circa, würde ich jetzt mal sagen, 1700. Du hast auch noch andere Bremsbeläge. Genau, die Paget RSL habe ich drauf. Was kosten die? 300-400 Euro circa? Ich glaube. Wo lagen wir da? Ich glaube zwischen 550 und 600 Euro waren, glaube ich, hier vorne und hinten. Also die waren relativ erschwinglich, muss man sagen. Ja. Also würde ich jetzt mal so grob sagen, 2-3 sind wir da los. Obwohl, wenn wir die Scheiben wechseln und mit den ganzen anderen Sachen, doch, da kommen wir schon auf 2.500 Euro für die Bremse. Denke, ne? Das wird die wenn du Scheiben wechselst, die Montage der Scheiben muss bezahlt werden, die Montage der Belege muss bezahlt werden. Du musst die Bremse entlüften wegen der Flüssigkeit. Richtig. Ja, dann musst du die Stahlflex-Leitungen wechseln. Also 2.500 hat dich das, ich würde jetzt mal sagen, das grob gekostet, Bremse das ganze Paket. Ne? Genau, aus Bremsen. Genau. Und wir haben jetzt den Fokus auf die Vorderachse gelegt, weil hinten passiert nicht viel. Ne? Du hast wahrscheinlich immer noch die ersten Scheiben hinten, oder? Hinten sind die ersten Scheiben, ja. Siehst du? Und das seit öfter mal Rennstrecke. Ja. Also ja, wir sind immer noch drauf. Okay, ist okay. Also ich würde sagen, Thema Bremse, circa 2.500 Euro. Okay. Schwörst du, der Preis sind 25.000 Euro? Ja. Okay. Geisteskrank. Okay. Wie viel Geld habe ich da angestellt? So, das ist schon normal, Alter. Wir sind jetzt schon bei fast 20.000. Was ist los mit mir? Wir sind jetzt schon bei 20.000. Aber gut 3 Jahre, ne? Ja, vier Jahre. Zum Exterieur haben wir hier noch zwei M-Performance-Teile. Original M-Performance. Das ist die Niere hier vorne in Schwarz-Hochglanz. Und die Zierleisten, nennt man das? Zierleiste, Kotflügel. Okay.
Alles klar. Können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, die zwei Teile kosten circa 500-600. Nee, ich glaube sogar mehr. Die Niere kostet schon 350. Und also ich würde sagen, 700 Euro für beide Teile mit Montage bist du da safe los, ne? Irgendeiner muss ja auch montieren, die fliegen ja nicht von alleine rein. Von daher würde ich jetzt mal so grob sagen, nochmal 700 Euro dazu. Außen hätten wir dann, glaube ich, erstmal alles aufgezählt, oder? Du hast auch noch LCI-Rückleuchten, hast du selber vergessen? Stimmt, die LCI-Rückleuchten, ja. Gut, die habe ich im Rahmen meiner BMW-Aktion richtig bekommen. Genau. Das war jetzt kein ausdrücklicher Wunsch von mir. Du hast sie selber gekauft oder bezahlt, genau. Das war eine Rückrufaktion, hast du gesagt? Genau, da gab es Feuchtigkeit in der Rückleuchte, okay. Da war BMW so cool. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit reinnehmen oder nicht, aber die haben wahrscheinlich einen Wert von mit Montage 700, 800, 900 Euro, bist du da los, oder? Bin ich nicht informiert, also beim M3, M4 kosten die, glaube ich, 700, 800 Euro. Ja. Und mit Montage bist du da safe deine 1000 Euro los. Ja, das ist jetzt auch LED, vorher war es ja Halogen oder nicht leuchten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Okay. Ich würde sagen, man kann einfach mal 800 Euro sagen. Passt. Alles klar. Die würden dann nochmal dazukommen. 800 Euro LCI-Rückleuchten. Okay. Wie viel Geld habe ich da reingeschrieben? So, das ist schon normal, Alter. Wir sind jetzt schon bei fast 20.000. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so langsam Richtung Interieur. Ja. Mir fällt sofort auf deine Dashcam. Jo. Die hast du mir empfohlen, die habe ich bei mir auch drin. Ja. Du hast ja genau auch wie ich die große, oder ich habe genauso wie du die große. Für die Frontansicht und für die Rückansicht sozusagen. Das ist ein BMW Advanced KI2, nennt sich die Kamera. Ist wirklich eine geile Geschichte, weil wenn du abends zu Hause am Schlafen bist und einer sich deinem Fahrzeug nähert, man sieht es, der blinkt da. Genau. Wenn sich einer dem Fahrzeug nähert, fängt er an aufzunehmen. Richtig. Du kannst mit dem Handy dann gucken, oh, was ist dann überhaupt passiert in der Nacht. Genau. So, ne? Und der sagt dir auch Bescheid, wenn du morgens ins Auto einsteigst, sagt er dir, da war eine Aktion, Aktivität ist aufgezeichnet. Genau so ist es, ja. Genau. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Kostet, also es gibt zwei Optionen. Einmal nur die Frontkamera und einmal die Front- und Rückkamera. Mit Montage seid ihr da ungefähr 1000 Euro los. Kann ich aber jedem empfehlen, weil ihr wisst selber, ihr habt euer Auto geparkt draußen. Nicht jeder hat eine Garage, nicht jeder hat einen Stellplatz. Ja, ihr wisst selber, wenn da jetzt in euer Auto jemand eine Beule reinhaut oder einen Kratzer reinmacht, das kostet jedes Mal mehr als 1000 Euro. So, ne? Ja. So hast du vielleicht ein bisschen besseres Gefühl und im Falle eines Falles kannst du das einfach nachweisen. Ne? Du hast eine Videoaufnahme, du siehst, da hat sich irgendjemand genähert. Also für mich, mir gibt das ein besseres Gefühl, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? Dir wahrscheinlich das ist auf jeden Fall eine absolut geniale Investition. Genau. Ja. Also Kamera mit Montage, würde ich sagen, 1000 Euro. Genau. Okay, dann kommen wir weiter. Was weiß ich noch? Ich sehe von hier aus dein M-Performance-Lenkrad. Genau. Das ist M-Performance Pro. Das war der ausführliche Wunsch. Genau. Das liegt bei ca. 700 Euro, meine ich. Ja. 700-800 Euro sowas. Also da der Airbag raus muss, würde ich jetzt mal sagen, würden wir das Lenkrad jetzt einfach mal so mit 850 Euro kalkulieren. Airbag muss raus, Batterie muss abgeklemmt werden und so weiter. Also natürlich erst die Batterie abklemmen, dann der Airbag raus. Am Lenkrad sitzen deine Carbon Pedal Shifters, ja. Schaltwippen. Die liegen bei 450 Euro. Mit Montage kannst du auch hier 550 Euro rechnen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Thema AK Motion Display, ist auch bei dir verbaut worden. Da bist du mit Montage 450 Euro los, genau, ja. Hast ein paar Daten, die das Display dir anzeigt, Öl, Wasser, Temperatur, Getriebetemperatur, Ansaugtemperatur und so weiter. Das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Leistung wird dir angezeigt, du kannst damit Zeiten messen, 100, 200 und so weiter. Du hast natürlich, weil du ja den einen oder anderen Trackday mitnimmst in diesem Jahr, deine Schrotgurte, glaube ich. Genau, ich habe auch Renngurte 4 Punkt, nicht 6 Punkt, 4 Punkt in dem Fall. Ja. Okay, was hast du dafür bezahlt? Weil das hast du nicht bei uns gemacht. Ich meine, dafür hatte ich bezahlt zu dem Zeitpunkt, das war relativ am Anfang, circa 400 Euro aus für die beiden Teile. Mit Montage 400 Euro, ja. Montage ist easy, also das könnte sogar fast jeder selber machen, aber... Alles klar. Ja. Okay. Alles klar. So, wir gehen jetzt Richtung Motorraum. Herzstück. Genau. Als allererstes hast du die weltweit erste Aventuri V2-Ansaugung. Das war die erste. Das war weltweit die erste V2-Ansaugung. V2
vorletztes Jahr Messe oder ich weiß es nicht mehr. Vor drei Jahren? Ich habe keine Zeit Ahnung. Zeit ist so schnell vergangen, ich glaube es war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja. Essener Motorshow. Genau, stimmt, Essener Motorshow vor genau. 2 Jahren. Ja. Genau, ja. Genau. Da haben wir die bekommen von der Venturi. Vielen Dank. Schöne Grüße nach England. Genau, Venturi Ansaugung V2 liegt mit Montage bei 1500 Euro. Dann gehen wir weiter Richtung Upgrade-Lader. Du hast ja einen Upgrade-Turbolader drin. Ja. Was kostet so ein Lader? Man kann natürlich diverse Hersteller wählen. Wir haben bei dir original BMW-Lader genommen. Der wird gefertigt, meines Wissens, von der Firma Mitsubishi. Ich weiß es nicht, beim M4 ist das die Firma Mitsubishi. Weißt du das vielleicht? Wir haben ja sowieso über BMW bestellt. Genau. Das heißt, für den Lader mit Bearbeiten, mit der Demontage deines alten Laders und der Montage des neuen Laders, sind wir circa, ist man da schon ungefähr 5.500 Euro los, würde ich sagen. Ne? Der Lader selber kostet bei BMW 4.000, meine ich. Ja, 4 oder 4.500. Genau. Liegt daran, dass der Turbolader am Krümmer dran ist. Und genau, genau. Also die Montage ist auch nicht mal eben. Leider nein. Ne? Den haben wir dann natürlich bearbeiten lassen. Den hast du mir gegeben, quasi. Und ich habe den richtig. Ich habe den dann eingeschickt, habe den dann bearbeiten lassen. Haben die den zurückgegeben. Du hast den bei dir, bei Procar in Velbert, wieder einbauen lassen. Die ganze Geschichte kostet, wie gesagt, du musst einen Turbolader bei BMW kaufen. Muss nicht, du kannst den auch woanders kaufen. Aber es gibt ja auch schon fertige Turbolader, richtig, die schon geupdatet sind. Richtig. Ist natürlich immer noch Wahl, wie man da jetzt, wo man am besten rankommt. Ne? Genau, genau. Also 5,5 ist definitiv nicht zu viel kalkuliert. Nein. Für einen Lader, wo man wirklich den original und neu bei BMW kauft und den auch dort einbauen lässt. Ne? Richtig. Und vorher natürlich upgraden lässt. Also ich würde sagen, Upgrade-Lader 5,5 nochmal dazu. Des Weiteren haben wir bei dir noch den Wagner Evo 2 Ladeluftkühler verbaut. Den Competition Evo, genau. Competition Evo, genau. Den großen, ja. Den stärksten. Sozusagen. Genau. Der kostet mit Montage, sind das 900 oder 1000? Ich weiß es nicht. Ich glaube zu dem Zeitpunkt 950 plus den Einbau. Plus den Einbau, also ich würde sagen, fairerweise können wir 1000 Euro sagen, oder? Sagen wir 1000 Euro für den Ladeluftkühler von Wagner, für den großen. Okay, da kommt schon auf jeden Fall ein bisschen was an Geld zusammen, ist aber noch nicht alles. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wir haben noch ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Wir haben noch ein bisschen Geld gehabt, ja. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben dir die Software gemacht. Du hast die ProTuning Freaks Boot Mode Stage 2 Plus. Stage 2 Plus, weil du ja den Upgrade-Lader hast. Da zahlst du deine 600 Euro für. Du hast aber das Map Package genommen. Richtig. Das kostet auch nochmal einen Huni. Das heißt, Software hat dich gekostet 700 Euro. Du willst ja demnächst eine Custom Map haben, damit du noch die letzten 20, 30 PS rauskitzeln kannst. Das geht. Was man braucht, ja. Du fährst zum Beispiel jetzt, weil ich bin das selber gefahren, deswegen weiß ich es, 100, 200 glatte 8er Zeit ohne Upgrade-Pumpe. Die Upgrade-Pumpe haben wir gekauft für 1500 Euro, meine ich? Oder wie genau, ja, ich glaube 1200 waren es, glaube ich. Dann hast du noch mal ein bisschen was beim Zoll bezahlt, glaube ich. Ne? Ja, Zollgebühren natürlich, genau. Als aus England. Nee, aus USA. Aus USA war das. Und der Versand war auch jetzt, hat auch noch mal ein bisschen was gekostet. Ich glaube, circa hat die Pumpe 1500 gekostet. Ja, mit Versand, mit Zoll, mit Montage. Also, eben war der Akku platt. Wie dem auch sei, wir waren bei der Kraftstoffpumpe. Die hat gekostet 1500 Euro, Upgrade-Kraftstoffpumpe. Warum macht man das? Ja, der Upgrade-Lader bringt nur wirklich was, wenn der auch natürlich genug Kraftstoff kriegt. Ne? Also wenn das Fahrzeug genug Kraftstoff kriegt. Wenn die Pumpe, die ab Werk verbaut ist, die macht relativ früh schlapp. Deswegen, wenn du mehr Leistung haben willst oder wenn du mit der normalen Stage 2 nicht zufrieden bist und eine Stage 2 Plus fahren möchtest und dazu gehört ein Upgrade-Lader, brauchst du bei diesem Fahrzeug definitiv auch eine Upgrade-Kraftstoffpumpe. Richtig, ja. Diese hatten wir bestellt, eingebaut, haben wir auch hier gemacht. Ja, das Problem ist, du fährst jetzt, wir haben die aber wieder rausgeholt, du fährst jetzt 100, 200, 7980 ohne Pumpe. Mit Pumpe kannst du dann nochmal 03, 04, 05 reinholen als Zeit. Dann bist du ungefähr
bei, ja, ich sag jetzt mal so 7,5, 100, 200, was schon ein sehr guter Wert ist für einen M2 N55. Du fährst jetzt an Leistung irgendwie 480 PS, glaube ich, 490 PS, irgendwie sowas. Gehen wir jetzt mal nach dem Datendisplay, da steht, ich glaube, bei deiner Messung, die du gemacht hast, waren, glaube ich, also da steht 503. Okay. Korrigieren wir das Ganze. Ich hatte bislang immer so Unterschiede 10, 15 bis 20 PS. Okay. Passt ja ungefähr. Circa 480 PS. Die Pumpe haben wir wieder rausgeholt, zurück zum Thema zu kehren, weil das Fahrzeug jetzt in diesem Zustand mit Upgrade-Lader, ohne Upgrade-Pumpe, ist innerhalb von einem Tag komplett rückstandslos zurückzurüsten. Genau. Auf Serie, genau. Wenn wir wollen, wenn du willst. Jederzeit. Ohne großen Aufwand. Ja, wir können... Das ist das, was mir am meisten wert ist. Also richtig. Ich lege sehr viel Wert darauf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es ist immer wichtig, dass ich mit wenig Aufwand alles wieder im Originalzustand verpacken kann. Sei es, dass du das Fahrzeug vielleicht, was du jetzt nicht möchtest, aber vielleicht ein oder andere relativ spontan verkaufen möchte oder das Fahrzeug zum Service muss oder wie dem auch sei, kannst du immer relativ zügig auf Serie zurückflashen, umbauen, wie auch immer. Wenn du eine Upgrade-Pumpe hast, Kraftstoffpumpe hast, dann geht das leider nicht. Da bist du den ganzen Tag dran, die wieder rauszubauen. Ja. Des Weiteren kannst du in der Software das Fahrzeug eigentlich gar nicht so einfach auf Serie flashen, aber die Pumpe drin lassen, das geht das eigentlich gar nicht. Du musst die Pumpe musst du ansteuern, da geht es um Stromversorgung und so weiter und so weiter. Im Endeffekt geht das Fahrzeug gar nicht an. Genau, der startet gar nicht. Genau. So, und das möchtest du halt nicht, deswegen haben wir die wieder rausgeholt und verkauft. Und was dich auch gestört hat, da die natürlich mehr Kraftstoff fördert, gab Störgeräusche, also was heißt Störgeräusche? Also es gibt ja Leute, die sind empfindlich für Geräusche, andere sind da eher unempfindlicher. Ich hatte ein Geräusch, was dann darauf zurückzuführen war, dass halt mehr Benzin durchfließt. Ist ja logisch, dafür hat man das ja gemacht. Genau. Da gab es halt ein Arbeitsgeräusch und das Arbeitsgeräusch gefiel mir nicht. Genau. Du hast halt so ein also es ist jetzt kein Tornado im Hintergrund, aber du hörst halt ein leichtes Summen oder Surren im Hintergrund, genau, weil der halt einfach mehr Kraftstoff fördert und das hörst du einfach. Das hat ihn gestört. Das heißt, Pumpe 1500 kann man nochmal dazu zählen. Dann ist mir aufgefallen, du hattest noch Spurplatten. Ja. Die kosten 80 Euro, die Spurplatten. Genau. Hast du die für vorne und hinten oder wo warst du? Ich habe die nur für hinten. Nur für hinten. Ich hatte auch vorne mal, aber dann hast du die rausgenommen. Jeder, der Rennstrecke fährt, weiß hier vorne. Alles klar. Dann kommen nochmal dazu die Spurplatten für 80 Euro. Eine Sache, die du auf jeden Fall vergessen hast. Jetzt bin du hast ja noch einen zweiten Satz. Ach so. Semislicks. Klar, für die Rennstrecke. Felgen, 18 Zoll, Semislicks hast du auch. Ja, wie kann man das kalkulieren? Du hast vier Semislicks, du hast die Original BMW Felgen in 18 Zoll. Würde jetzt mal so grob sagen, 2000 Euro musst du da sicher los. Das ist sehr tief gegriffen, aber ich glaube, du in die Richtung könnte man. 2000 Euro kann man nochmal dazu ziehen für den Track Day Radsatz, den du hast. Und die würden da auch nochmal dazu kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. Wahrscheinlich irgendwo zwischen, wir sind bestimmt schon bei 20.000, 30.000 oder so. Was du jetzt in den Jahren hier reingeballert hast. Natürlich muss man sagen, du hast hier und da mal einen Rabatt bekommen. Ja. Natürlich muss man sagen, du hast nicht alles auf einmal in einem Tag gemacht. Richtig. Über genau. Jahre ist das jetzt gezählt. Es ist ja auch irgendwo ein Projekt. Ne? Richtig. Also man hat ja Spaß daran, die neuen Updates. Dank eurer starken Hilfe natürlich auch. Ja. Ansonsten, Carbonringe hast du noch drin, die kosten auch nochmal 100 Euro. Oder die musst du erwähnen. Carbonringe sind auch drin, 100 Euro. 100 Euro Carbonringe. Ansonsten, ja, das war's, würde ich jetzt mal so sagen. Also, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Da kommen wir auch schon langsam zum Ende, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Wir wollten ja jetzt hier über die Tuning-Teile und über die Preise sprechen. Alles klar, Burak, Dankeschön auf jeden Fall für deinen Besuch. Wir haben jetzt mal so eine neue, ja, es ist ein neues Format an Videos. Die werden wir hin und wieder mal machen. Nicht immer, aber ab und zu, wenn wir interessante Fahrzeuge haben, wo wir einfach denken, dass euch das interessieren könnte, dachte ich mir, machen wir jetzt mal ein Video und reden über deine Tuning-Maßnahmen mit den Preisen. Und ja, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Fahrzeug sein, was hier sein wird, worüber wir sprechen werden, detailliert mit Preisen. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön, Burak, dass du hier warst und dein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hast. Ja, vielen Dank euch, ja, nochmal an der Stelle. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Check ihn aus!